Die zukünftige Zusammenarbeit mit der Verwaltung muss dahingehend natürlich deutlich besser werden, dass wir rechtzeitig und auch umfassend informiert werden über die ganzen Themen, die anstehen. Schließlich sollen wir das entscheiden. Dann brauchen wir natürlich auch eine vernünftige Grundlage, anhand dessen wir es entscheiden können. Und es muss dann bitte auch rechtzeitig erfolgen. Ich bin jetzt mal optimistisch. Wir haben mit der Verwaltung da auch lange drüber gesprochen, auch auf dieser besagten Hauptausschusssitzung. Und ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass das in Zukunft besser wird. In Teilen wird es sogar schon besser. Ich habe sogar schon eigene positive Erfahrungen machen können. Und es kann ja auch nur so sein, dass wir insgesamt für die Bürgerinnen und Bürger da zusammenarbeiten. Und es kann ja nicht sein, dass wir ständig den Informationen hinterherlaufen müssen. Das war auch so dieser Hauptkritikpunkt, ging ja auch durch die Medien. Wir haben ja dann auch, ich sag mal, alle Parteien hier in der Norderstedter Stadtvertretung haben ja auch über das Abendblatt da noch eine Bewertung abgegeben. Und der einhellige Tenor ist ja wirklich, dass wir diese Informationen bekommen müssen, dass wir sie rechtzeitig bekommen müssen und dann können wir da auch Entscheidungen treffen. Und da sind wir uns da auch alle einig. Ansonsten können wir nicht vernünftig arbeiten. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass das in Zukunft besser wird. Wenn nicht, dann müssen wir da nochmal ernsthafte Gespräche führen. Wir werden das natürlich genau beobachten. Und ja, die Verwaltung ist jetzt in der Pflicht, das dann auch zu machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wie gesagt, ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass das dann für die Zukunft dann auch besser wird. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.